Ich habe mich um die Reaktoren gekümmert. Revans Komplex ist nun schutzlos, General Colvin. Großartig. Nach all diesen Jahren erfahren wir endlich, welche Geheimnisse Revan hinterlassen hat. Da ihr es ermöglicht habt, ist es nur fair, dass ihr Revans Komplex zuerst erforschen dürft. Findet heraus, was mit den fremdartigen Sklaven geschehen ist, bergt Revans geheimnisvolle Fracht und kehrt mit euren Entdeckungen zurück. Ja, geil, ey. So, willkommen zurück zu Let's Play Star Wars The Old Republic mit unserem allseits beliebten Thys-Inquisitor Vardonas und mir, dem Ameisenkönig. In der letzten Folge haben wir erst einmal, bevor ich jetzt hier auf diesen Komplex von Revan eingehe, haben wir erstmal den Boden zum Bewegen gebracht. Ja, so sah es nämlich für einige aus. Wir haben den feindlichen Kult von Lord Palladius infiltriert und dort, das waren ja irgendwie so 10 Stück Leute irgendwie von unserer Sache überzeugt, indem wir ja ein Erdbeben ausgelöst haben. Und dann haben wir noch hier die Reaktoren ausgeschaltet von dem Komplex, den er hier geredet, von dem, der hier labert, der General Colvin, genau. Und zwar hat hier auf Nar Shaddaa anscheinend Revan irgendwann mal einen Komplex aufgebaut, der seitdem er errichtet worden ist, nie wieder betreten wurde. Oh, mein Handy klingelt. Ah, ich glaube, das kann ich mal gleich. Gut, das mache ich jetzt mal gleich stumm. Und ja, wir wollten da mal reinschauen, oder? Wenn es was mit Revan zu tun hat, dann sind wir so oder so total interessiert. Aber ja, genug. Ich bin bereit aufzubrechen. Hauptsache, ich komme von hier weg. Nun, da die Reaktoren deaktiviert sind, wird der Auftrag nicht mehr ganz so unmöglich sein wie vorher. Viel Glück. Yeah, geil, ey. So, was nehmen wir denn hier als Belohnung? Ich glaube, wir nehmen mal wieder so eine Lagerkiste, denn ich habe ja schon 100 Planetenauszeichnungen voll und man kann ja nur 100 tragen. Das ist irgendwie ein bisschen doof, aber egal. So, wo müssen wir denn hin? Dort, der Ewigkeitsmotor und Revans Vergangenheit. Bonus. Okay, cool. Ich würde sagen, dann machen wir das mal hier alles. Was mir aber noch einfällt, was ich auch mal kurz nebenbei machen kann, ist die Uhr anzustellen. Nicht, dass ich hier wieder vergesse, wie lange wir am Aufnehmen sind, denn ich habe ja nicht diese Bequemlichkeit, wie wenn ich bei der Konsole aufnehme, dass ich sehe, wie lange ich aufnehme. Das geht ja nicht automatisch am PC. Leider, leider. Aber das kann ich hier ganz fix ändern, wenn ich mal kurz nebenbei hier die Uhr anschalte bei meinem Handy und die Stoppuhr anmache. Perfekt. Alles klar. So, das ist ja anscheinend hier. Okay. Ich bin echt gespannt, was Revan so gemacht hat und ob wir irgendwelche Antworten darüber bekommen, in welcher Zeit er das gemacht hat. Beziehungsweise welcher Revan das gemacht hat. Wie ich das schon in der letzten Folge oder in der vorletzten erwähnt habe oder erklären wollte, gibt es ja mehrere Revans indirekt oder mehrere Versionen, weil Revan ja nicht immer Revan war oder man immer klarstellen muss, Hüterdruide. Über wen wir reden? Über welchen Revan? Okay, alles klar. Ich werde mal hier mich vorbeischleichen an den kleinen Dreckigen. Was war nochmal der Bonus? Finde die erste Aufzeichnung. Such beim Erkunden von Revans geheime Einrichtung nach Hinweisen darauf, was mit den fremdartigen Sklaven geschehen ist, die den Komplex A1 bewachten. Oh. Man hört ja auch eine Version, glaube ich, von einem bekannten. Oder warte mal, ist das? Ich glaube, das ist die. Oh, ich glaube, das ist wieder einmal der Soundtrack, ein bisschen verändert, der abgespielt ist, während man seinen Charakter erstellt. Am Anfang von Star Wars Knights of the Old Republic. Also dem indirekten Vorgänger von dem Spiel hier. Oh, wir müssen noch 35 von den Druiden hier plätten. Oh Gott. Ich glaube, das zeige ich euch dann natürlich nicht. Aber wir können trotzdem mal hier ein bisschen umgucken, ob wir hier irgendwas entdecken. Ich meine, das sieht ein bisschen komisch aus. Was hat er denn hier gelagert? Und wozu braucht er so viele Druiden? Anscheinend wollte er das wirklich dick bewachen. Ein Sicherheitsdruide. Sollen wir uns den vorknüpfen? Ich weiß nicht genau. Ach komm, wir probieren es mal, wenn ich den hier irgendwie ausschalten kann. Nee, kann ich irgendwie nicht. Ich glaube, wir können den aber mal uns hier einzeln vornehmen. Oh ja, können wir mal gerne machen. So ein bisschen kämpfen muss ja sein. Und vielleicht droppen hier die Druiden hier irgendwas, was uns
weiterhelfen kann. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Wieso hat er gerade geschrien? Ich dachte, das wären Droide. Okay. Hier sind überall diese verdammten Droiden, aber ich möchte nicht mit Droiden kämpfen. Ich möchte hier endlich wissen, was abgeht. Was Sache ist. Da vorne. Und haben wir sonst keine Möglichkeit herauszufinden? Ah, da. Finde die erste Aufzeichnung. Okay, brauchen wir uns gar nicht hier mit den Droiden aufhalten. Beziehungsweise würde ich sagen, da ich vermute, dass dort die Quest abgeschlossen wird, da erkunde Revans Kammer, dass ich dann keine Möglichkeit habe, mehr den Bonus hier zu ergattern. Deswegen würde ich sagen, schneide ich hier, ich meuchel mal ein paar Droiden oder nehme die mal ein bisschen auseinander. Ich habe ja meinen Schraubenzieher, also mein Lichtschwert dabei. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Bis gleich. Alles klar, ich habe jetzt mal 35 von diesen Schrottteilen hier demontiert, wenn ich es mal nett ausdrücken möchte. Story-Bereich, was ist das denn hier? Okay. Irgendwie Geschütze, die einen aufhalten sollten, aber bei uns nicht funktionieren, weil wir natürlich geil sind und uns hier vorbeischleichen. Aber ich liebe einfach diese Fähigkeit. So, die müssen wir aber anscheinend fertig machen, denn hier müssen wir ran. Verzieht euch mal. Mit gegen Halunken. Ist der schon tot? Nein, was ist das denn hier? So, super, da ist die erste Aufzeichnung. Eines Ongri-Dieners. Was ist denn ein Ongri? Meraka gemiam angam nemnu, namgam pak unaki jak. Memgam gangi, nina gegwan, am nerna hanak, kamperem ganyam bajiyang, manik hekum bokam. Was? Hä? Okay. Das, die zweite Aufzeichnung ist da vorne. Sind das. Die Lebensform kenne ich gar nicht. Ongri. Hab ich noch nie gesehen, oder? Habt ihr die schon mal gesehen? Anscheinend hat er denen irgendwas bereitgestellt, damit die ein besseres Leben haben. Irgendwas, was mit der Macht verbunden ist. Oder sich von der Macht nährt. Hä? Checken tue ich das nicht gerade, aber okay. Gucken wir uns mal an. Das ist die nächste Aufzeichnung. Ich hoffe, der sieht uns noch nicht. Wie viele Skelette sind denn hier? Naja, na, Rankam. Kala ama nani mami. Lebig bak. Bemke naya nugan. Jinim naya lak unan mege. Mem amgab kugab. Kramanik. Unkal kiga mayamak. Nakag agib kik benabab. Neya agam berakaki. Kam inu nemuk. Naja naya akam memnik miraka. Meraka karam kara, ninyamak oramag yang megik. Meraka gemyam angam nemnu, namgam pak unaki jak. Das hört sich ja mega creepy an. Nein, das ist ein Sekt. Entdeckt. So eine Kacke. Die geben die Toten wieder und bauen dann aus deren Skelette irgendwie die Häuser. Was ist das für ein Teil? Mega Recycler? Das brauchen wir auch, ey. Haha, keine Energieverschwendung. Ach, war alles rein. Emotionen, Tote, Müll. Okay. Zur nächsten Aufzeichnung geht's da vorne. Das ist wirklich interessant. Sehr, sehr interessant. Obwohl auch creepy, aber... Naja, mal schauen. Irgendwie... Bin ich falsch? Ach, wir müssen nach oben. Ach, da, alles klar, okay. Ist irgendwie ein bisschen komisch aufgebaut hier. Mal wieder an allen vorbeischleichen. Ach ja, ich liebe es einfach. Ich glaube, das ist eigentlich der einzige Grund, warum man einen, sprich mit Arzayuk, einen Sys-Inquisitor, glaube ich, nimmt. Einfach, um sich an allen vorbeizuschleichen. Und mit Machtblitzen zu schleudern. Also, das hat mich sofort gereizt. So. Wie Ambus.
Jirami Nikapula Kemgam. Nayana Rankam. Kala Ama Nani Mami. Lebigbak. Kala Jiwa Nimok. Pemgam Nyama Naya Aigam. Jukagi ne Paninu. Amkam Bina Bek Nemu Kemgam. Kamperem Ganyam Bajiyam. Mani Kikum Bokam. Kamane Mega, Nagaka? Manelak Lakri, Nabi Nekemraka? Aha. Revan hat angekündigt, dass wir kommen. Oh. Es geht noch weiter hier. Oh Gott. Schnell. Oh, verstecken, gut. Es geht hier noch weiter. Ich glaube, wir müssen jetzt wirklich jede einzelne Kammer aufsuchen, um das Tagebuch zu vervollständigen, was die hier anscheinend jede fünfte Generation oder jede 20. mal eben aufzeichnen. Aber die warten auf uns, denke ich mal. Ich kann mir nicht vorstellen, wer sonst würdig genug sein würde, außer Xonias, irgendwas von Revan zu empfangen. Naja. Oh, da. Revans Tagebuch. Oh, von Revan jetzt direkt? Oh, das wäre geil. Narren auf beide Seiten. All jene, die die Sternenschmiede nur für eine Waffe hielten. Jetzt schon wieder weg, ey. Sie ist der Weltensame. Solche Macht, selbst in einem Fragment. Eine Flotte, das habe ich aus ihr erschaffen. Fast lächerlich. Was ist mit ihrem kleinsten Bauteil? Es kann keine Schiffe... Was ist das denn? Wie schnell ist das weg? Es zehrt von der Macht, von Energie, von Masse, von allem, was zur Verfügung steht und es erschafft. Es ist eine seiner Natur. Es beginnt, wie wir alle begonnen haben, ein Lufthauch, ein Wassertropfen, die erste Kohlenstoffketten. Warum sich mit Flotten aufhalten, wenn wir vielleicht eines Tages unsere eigene Galaxien erschaffen können? Was ist das denn hier? Wieso... geht das so schnell weg hier, der Text? Boah, mega behindert. Oh, also diese kleinen Bugs, die regen mich echt auf, wenn man was von Revan mal direkt liest. Aber wie ich das richtig verstanden habe, waren das... Ist das hier ein Bruchstück von der Sternenschmiede, die er hier hinterlassen hat? Kann das sein? Dann war das dann anscheinend doch der böse Revan, also der Revan, der vom Imperator vermurkst wurde und im Gehirn nicht ganz huhu war. Und dann sich der dunklen Seite der Macht verschrieben hat mit Malak, seinem Schüler, und die Sternenschmiede gefunden hat. Das kann, also das könnte der Revan gewesen sein. Ist jetzt meine Theorie. Mal gucken, was die jetzt sagen. Die letzten lebenden Ongri. Hallo. Kakeni Benak. Kenera Kepam Nahum. Beraka Karam Kara. Ninjamak Oramag Yang Megik. Ha, ihr solltet tot sein. Revan hat euch vor Jahrhunderten hierher gebracht. Wie kommt es, dass ihr noch lebt? Kalajiwa Nimok. Bemgam Nyama Naya Aigam. Yang Perluamka. Kalima Naya Kira. Nebua Ribok. Naya Narankam. Kala Ama Nani Mami. Lebigbak. Ah, woher hat Revan diese Maschine? Erzählt mir alles, was ihr über den Ewigkeitsmotor wisst. Beginnt mit seiner Herkunft. Nibagak Lamka, Gakyam, Glagnimu Amya Galak. Kam Inu Nemuk, Naja Naya Akam Memnik Miraka. Laporam Amka, Mamni Nigag, Nagnaya Mamni Kamgram. Ah, ich diene niemanden eigentlich. bringt mich nicht dazu, euch zu töten. Und gebt ihn her. Gehorchen oder zugrunde gehen? Was darf es sein? Nulilak apa jam kamgram. Amka nem nang nemua inuk. Manug meraka naja. Kinamabam. Yak manala. Jukagi ne paninu. Amkam bina bek nemu kemgram. Was? Einen komischen Körnchen, einen Samen kochen? Ich glaube nicht, dass das Imperium oder ich irgendwie Lust haben zu warten. Ich gehe nicht ohne diese Maschine. Meraka kemyam amgam nemnu. Namgam pak unakijak. Tja, da hast du wohl falsch gerechnet. So, wie machen wir das denn hier? Also kämpfen können sie anscheinend ein bisschen. Das ist ja schon mal was. Der ist denen beigebracht. Oh, Sklave. Das sind sogar irgendwie Sklaven, heißen sie. Ja, von Revan Sklaven und Sklaven sind dazu, abgeschlachtet zu werden. Nahaha. So. Obwohl wir ja auch mal ein Sklave waren, aber egal. So.
Wenn wir jetzt aber Stress haben, boah. Der konnte sich bewegen, ey. Hui. Tja, das war's wohl mit euch. Danke für den Ewigkeitsmotor. Aber müsste anscheinend ein Teil von der Sternenschmiede sein. Nur kann ich nicht verstehen, wie das Teil wächst. Wie kann denn ein Motor, eine Maschine wachsen? Aber das mit der Macht, das kann schon richtig sein. Denn die Sternenschmiede wurde auch mit der Macht betrieben. Hat uns ja Malak auch offenbart damals. Ich würde sagen, wir schnappen uns einmal hier die Schnellreise. Und oberes Industrie-Medi-Center, oberer Industriesektor. Ich glaube, wir sollten uns dann hierhin teleporten, oder? Ich glaube schon. Alles klar. Huiuiui, ziemlich interessant, ja? Mann, oh Mann. Mal gucken, ob was General Colvin dazu sagt, zu dem Fund. Das Teil kann man echt dazu nutzen, dann wieder Flotten zu bauen. Die Sternenschmiede wurde ja damals zerstört. Von Revan auch, aber von dem Guten dann. Ey, wenn wir das Teil noch weiter nähren, könnte man wieder damit Flotten bauen. Oh, wie geil wäre das denn? Wow, ich bin echt ein Genius. Oh, wir müssen ein bisschen fahren hier. Wow, egal. Boah, klasse, ey. Klasse. Okay, ich habe wieder meine bösen Gedanken, aber ich bin ja wieder Vadunos hier. Ihr wisst ja, ich versuche immer wieder in die Rollen zu schlüpfen, die ich hier spiele. Um euch ein bisschen zu entertainen. Auch wenn das Vorhaben, weiß ich nicht, immer gelingt, aber ja, naja. Wisst ihr ja, glaube ich, wenn ihr meine Folgen guckt. Oder meine Videos. So, General Colvin, ich habe den Ewigkeitsmotor. Brauchst mir nicht zu danken. Gern geschehen. Hier ist das Geheimnis, welches Darth Revan in diesem Komplex vor uns verborgen hat. Man kann die Energie förmlich spüren. Was ist es? Eine Art Gerät? Es ist der Ewigkeitsmotor. Die Nachkommen von Revans Sklaven haben es angebetet. Sie nannten es ihren Ewigkeitsmotor. Faszinierend. Wenn Revan ihn versteckt hat, muss er erstaunlich mächtig sein. Diese Nachkommen von Revans Sklaven, die ihr erwähntet, sind die Fremdlinge noch am Leben? Nicht die mir begegnet sind. Ich habe meine Feinde vernichtend geschlagen. Also schön. Ich bezweifle, dass sie für uns von Nutzen gewesen wären. Der Imperator wird erfreut sein. Ihr habt lobenswerte Arbeit geleistet. Ich werde diese Maschine auf Drom und Kaas untersuchen lassen. Mit etwas Glück können wir sie zu unserem Vorteil einsetzen. Das hoffe ich. Ich vermute, dass die Technologie für das Imperium von großem Wert sein wird. Ich habe gerade ein Hilfegesuch von meinem Kollegen Major Damarus in Netzzugriff erhalten. Falls ihr dorthin unterwegs seid, könnte er euch brauchen. Vielleicht. Mal schauen. Was haben wir denn hier? Synthetisches Entschlossenheitsrelais. Ich glaube, das nehmen wir mal. Das andere, das konnten wir, glaube ich, nicht so... Was ist das denn? Ein Schildgenerator. Wäre da was für uns? Nee, da haben wir Tech-Stärke mehr. Das brauchen wir ja nicht, Tech. Ausdauer hätten wir hier mehr. Aber Willenskraft brauchen wir, glaube ich. Ja, nehme ich das hier mal. Alles klar. So, ich werde dann mal schneiden und dann sehen wir uns beim... Wo sehen wir uns dann wieder? Oh, wartet mal, hier wird noch eine Quest angeboten. Ach nee, die hatten wir ja schon, okay. Dann sehen wir uns bei unserem Versteck wieder, wo wir unseren Kult mal beobachten wollen oder mal schauen, wie der schon gewachsen ist. Also bei der Promenade wird das sein. Bis dann. Sith, seht euch das mal an. Sogar Dagon Strahl konnte nicht so viele Leute um sich scharen. Und so wie es aussieht, wird Palladius es auch nicht mehr können. Charisma ist eine Gabe. Ich bin einfach unschlagbar. Ich nehme an, das Beben war eine große Hilfe. Es tut mir leid. Wirklich leid. Sie sagten, sie würden mich töten. Sie sagten, sie würden mich töten, wenn ich es nicht tun würde. Wovon redest du? Keine Ahnung, okay, ich glaube, wir würden ihn dann einfach mal so töten. Hier ist kein Platz für Feigling. Sith! Musstet ihr ihn wirklich töten? Ich muss respektiert werden. Die Mitglieder dieses Kultes sollen mich fürchten. Mich alleine. Entschuldigt vielmals. Was hat er euch da überhaupt gebracht? Sieht wie ein Hologerät aus. Vielleicht, wenn ich hier... Asif, guten Abend. Es ist schön, euch wiederzusehen.
Es tut mir leid, dass ich euch auf einem so ungewöhnlichen Weg kontaktiere, aber ich musste sicher sein, dass ihr die Nachricht erhaltet, wie ihr versteht. Ha, ich bin nicht sehr ängstlich. Wenn ihr versucht habt, mich einzuschüchtern, habt ihr versagt. Ja, aber bei euren Anhängern hat es geklappt. Die Wahrheit ist, als ihr meinen Kult angegriffen habt, war ich zunächst zornig, frustriert. Und dann habe ich es verstanden. Ihr seid der Schüler von Sesh. Der ganze Ärger nur wegen eines dummen Artefakts. Wollen wir die Vergangenheit nicht ruhen lassen? Wir können uns bei mir im Netzzugriff treffen und plaudern. Dann bekommt ihr das Artefakt und alles ist gut. Oh, ist natürlich mega, eine mega Falle, merke ich jetzt schon. Ihr kriegt dann das Artefakt und dann ist alles gut. Lass uns mal drauf ein, wir wissen ja eh, dass er uns eh nichts anhaben kann. Hahaha. Keine Tricks. Oder ihr sterbt. Ich bin keiner eurer unterwürfigen Kultisten. Wenn er mich anlügt, werdet ihr dafür zahlen. Ich verspreche es. Keine Tricks. Oder ich soll einen unbedeutenden Tod auf Tatooine als Sklave eines Jedi sterben. Nehmt euch Zeit und denkt über mein Angebot nach. Aber nicht zu lange. Meine gute Laune hält nicht ewig an. Und bringt eure Freunde mit. Dieser verlogene Huttensohn. Ihr zieht das doch nicht ernsthaft in Erwägung. Jandam jai hai hai i prau ja afleta forte ja fragic wahis. Warum nicht? Nein, haltet ihr mich für dumm? So leicht falle ich auf solche Tricks nicht rein. Nein, versteht ihr nicht? Wahrscheinlich ist es eine Falle, aber das ist die Chance, Palladius zu erwischen. In Ordnung, aber ich werde beide Augen offen halten. Super geil, jetzt haben wir endlich mal die Chance dafür, ihnen so richtig eine zu geben. Oh, neue Rüstung für Kempfahl. Nein, den wollte ich mal hier gucken. Oh Mann, ich will mal endlich das Aussehen von Kempfahl ändern. Einer von euch oder... weiß doch sicher, wie man diese komische Rüstung her, wo man die herbekommt. Ich glaube, das war bei unserer imperialen Flotte, oder? Ich habe nämlich hier so ein paar Kämpfers rumlaufen sehen, die in so einer Rüstung. Aber, irgendwie... Soll ich den ihr geben? Ja, er kriegt da weniger Stärke, aber mehr Ausdauer. Okay, ich glaube, das wäre gar nicht so verkehrt, ihm die zu geben. Wenn das richtig ist, dann braucht ihr mir gar nichts schreiben. Oh, die kann ich noch verbessern, oder? Kann ich die verbessern? Nee, auch nicht, ist nur 20, okay. Wenn ich damit richtig liege, dann braucht ihr mir gar nichts in die Kommentare zu schreiben, aber wenn ich irgendwie falsch liege und die nicht auf der imperialen Flotte zu holen ist, so komische Rüstung für Kämpfer, dann schreibt mir doch mal bitte in die Kommentare, ob man die, oder wo man die sonst herbekommt. Ich würde, glaube ich, nach Nashadar da mal schauen, ob man die irgendwie in die Finger bekommt. Und ja, wo geht's denn jetzt hin? In seinem Heiligtum. Ne, Heiligtum. Tulakorts Artefakt auf Nashadar befindet sich im Besitz des Sith-Kult-Anführers Lord Palladius. Blablabla, er hat für dich Destrus Veran und Riley Dre ein Treffen arrangiert. Begib dich in sein Heiligtum im Heiligtum. Verdammt nochmal. Heiligtum im Netzzugriff, aber sei auf alles gefasst. Das Netzzugriffgebiet ist... Ach, hier müssen wir eh hin, ne? Ja gut, ich glaube, dann begeben wir uns da nochmal hin. Ich glaube, da können wir uns dann nochmal kurz umsehen. Und dann, ja, verpieseln wir uns. Und zwar mit unserem Lichtschwert in die Brust von Lord Palladius. Hahaha. Boah, das wird lustig. Aber ich schätze mal, der wird eh wieder nur als Holo auftauchen, wenn er sich seinen Anhängern schon immer nur per Holo zeigt. Was ist das für ein Lushi-Boy, ey? Dann, ja, brauchen wir auch nicht viel erwarten, denke ich mal. So. Willkommen. Bitte wählen Sie eine verfügbare Reiseroute. Hey, das ist aber nicht Sternenstunde Casino-Taxi. Ich glaube, das ist schon das letzte Gebiet hier auf Nashadar. Oh nein. Nicht, dass wir jetzt schon, wenn das Gebiet vorbei ist, Nashadar beendet haben. Oh Mensch, das wäre ja langweilig. Aber dann hätten wir schon... wie viele Artefakte haben wir denn dann schon? Ich glaube, wir haben schon drei, oder? Moment, eins haben wir... Wo haben wir das erste gefunden? Verdammt nochmal, ich habe den Planetennamen vergessen. Den Planetennamen, wo wir herkamen. Auf KKKKK. Wie hieß das? Der Planetname, wo wir ausgebildet wurden. Moment mal, das will ich jetzt mal kurz gucken. Wo ist der verdammte Kodex? Öffnen, Kodex-Antrag. Schiffe, wichtige Personen, Planeten.
Korriban, verdammt, genau. Korriban haben wir eins gefunden. Atom und Kars natürlich. Balmorra auch. Dann hätten wir schon 4. Wie viele Artefakte brauchen wir eigentlich? Oder wie viele Artefakte gibt es? Ich glaube, es gibt 5, oder? Oder sind es doch nur 4? Wenn wir das hier noch haben, boah, geil, ey. Hätten wir schon 4 Artefakte. Mann, Mann, Mann. Mega sind wir. Yo, okay, das sieht dann doch nicht so übermäßig groß aus. Der letzte Akt. Okay, könnte da doch die letzte... Ah, oh, die letzte Mission sein hier auf Nasha. Da, cool. Wenn wir dann... ihm einfach wegmetzeln und das Artefakt an uns nehmen. oh Mann, ich kann mir schon vorstellen, wie er dann sich irgendwas ausdenkt und wir einfach hingehen, unser Lichtschwert schwingen, ein paar Blitze schleudern, er dann, oh nein, bitte töte mich nicht, Vadonos, nein. Ja, ich würde sagen, da beende ich ja mal die Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann drückt doch auf Daumen hoch, wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt oder eure Meinung preisgeben wollt, schreibt es euch in die Kommentare. Also wenn ihr wenn euch überhaupt die Vorgehensweise, wie ich die Folgen jetzt, die letzten 3 Folgen gemacht habe, da habe ich ja jetzt das so gemacht, dass ich immer die Bonus-Quest rausgeschnitten habe und nur die Planeten-Quest und die Klassen-Quest gezeigt habe. Wenn euch das auch so gefallen hat, dann drückt doch, dann schreibt es in die Kommentare bitte. Auf Daumen hoch oder auf Gefällt mir, könnt ihr immer so oder so drücken. Und, dann werden wir in der nächsten Folge mal hier die Planeten-Quest machen. Überfall auf das Datenzentrum. Mal schauen, ob das interessant ist. Aber, naja. Und vielleicht schaffen wir es dann auch noch in der nächsten Folge, das mit Palladius zu machen. Ich weiß es nicht. Ich würde mir das aber eher für den Schluss aufheben. Ja. Macht's gut. Ciao.